bezweifelt, dass wir das so wie reinkriegen. Was ist denn der hier noch so? Maske, Kopfsack, Gehhilfe. Zigaretten. Schön, dass er Zigaretten verkauft. What? Oh, Apfel, okay. Ja, ich muss mal wieder Waffen suchen und verkaufen, ganz dringend. I'm sure I'll see you. Bah, Wetter, Wetter, eklig. Oh, bitte, bitte, bitte. Stefan, bist du hier drin? Achso, okay. Ich warte im Auto. Boah, ist das eklig nass, Alter. Oh, fuck, halt. Die Tür aufmachen. Ja, ach, die klemmt manchmal, ja, sorry. Ja, ich merke das. Ich weiß, ich kenne den Trick noch nicht, wie er aufgeht. Ja, was mit hochziehen oder so? Ja, ja, immer so ein bisschen ziehen, ein bisschen rütteln, ah, das geht schon. So. Ich muss ja bloß noch warten, bis Igor. Na komm schon. Hallo. Was ist denn da los? Ach, manchmal. Also bei dem Wetter wollte ich jetzt nicht anschieben. Nein. Ja, müssen wir bloß noch warten, bis Igor dann da ist und dann kannst du schon losgehen. Wenn du machst, ja, du willst noch was kochen, ne? Regnen. Ja. Keiner ein paar Fische noch. Mal schnell grillen. Jo. Oh, das sieht aber wie eine ziemlich große Gewitterfront aus. Guck mal links. Ja. Die dunklen Wolken. Ja, war heute Morgen auch schon so gewesen. Scheiße. Was los war. Also nicht ganz so schlimm, aber auch mal so durchsetzt, sag ich mal. Zwischen ja. Sonne, aber auch viel Regen. Oh, hast du gesehen? Da war ein Blitz. Nee, ich gucke auf die Straße. Hier ist sehr rutschig gerade. Ich kann leider gerade nicht nach oben gucken. Wir hätten auch gerne gesehen. Gott, was ist... Oh Gott, guck mal nach da unten, wie das hier aussieht. Man kann gar nicht so weit gucken. Uiuiui. Ist gar nichts mehr. Das ist ja vielversprechend heute. Ja. Naja, immer positiv sehen. Es kann nur besser werden. Also doch ein Pokerabend, oder? Nein. Ich denke, das wird heute schon. Ich meine, bloß weil es hier an der Küste regnet, muss es ja nicht im Inland regnen. Ja. Hoffen wir es. Regenjacke habe ich noch nicht gefunden. Der gute. Bitte? Der gute Regenjacke habe ich noch nicht gefunden. Nein. Ja, auch noch ganz gut mal. Sehr schön, dankeschön. Soll ich die Tür aufmachen von außen? Wenn es so ruckelt. Euer Besuch. Hilfe. Alles gut. Warte, ich mach dir mal die Tür auf. Ah, okay. Keine Ahnung, was das ist. Irgendwie mögen mich Autotüren nicht. Darum hast du ja auch einen Motorrad. Ich glaub, ja, ja, richtig. Ich glaube, das ist auch gut so. Boah, kurze Frage. Ich habe gesehen, du hast hier eine Gasflasche stehen. Ja, ja. Ist die am Herd angeschlossen? Noch nicht. Ich noch bin nicht, mir nicht sicher, schade. Wie. Ich kenne mich mit dem Zeug nicht so aus. Ich weiß exakt nicht, wie es funktioniert. Okay. Ich mal kurz in die Hand. Was war da? Muss doch mal gucken, ob du das irgendwie reinkriegst. Ich hab die extra mitgenommen. Okay. Also ich schüttel gerade mal ein bisschen. Also ein bisschen ist noch drin auf jeden Fall. Braucht man einen Schlauch dafür? Oder ist das, ja, gibt es einen gucken. Anschluss am Herd? Chicken Nuggets und Salsa Dip. Ja, du hast den Chat. Oh, lecker. Also ich schau mal ganz kurz am Herd nach. Was wäre das? Dann könntest du jetzt auch hier drin kochen. Das wäre natürlich echt super und praktisch, ne? Er zündet sogar. Wie hast du das gemacht? Okay, du bist super. Ein Zauberer. Ja. Kann sein, dass das Gas vielleicht ein bisschen zu kalt war, muss ein bisschen schütteln und dann ja. Konntest ihn anwerfen. Also Stefan, du hast ja magische Finger. Verdammt. Ist ja schon, also, puh. Ja,
kleiner Hobbybastler früher so ein bisschen. Ah, okay. Das habe ich zwar noch nie gemacht, ne? Also wenn das Haus in Luft fliegt, ich bin keine Gasklecks oder guck so. Guck mal hier in die Kiste hinter dir. Hier. Da müsste noch Salz okay, drin sein. Da habe ich alles rund um Essen rein. Kannst du gerne cool, oben rechts liegt da in der Ecke noch so Salz und so. Kannst du gerne zum Kochen machen? Ja, ich. Du kannst auch gerne. Hat auch noch 10 Stück von dir, 10 Einheiten noch von dir, so, vergessen zurückzugeben. Da ist ja auch der Topf und so. Ich weiß nicht, wenn du könntest auch zum Beispiel Kaffee aufbrühen oder. Ja, Tee, ich guck da mal. Ich hole kurz den Fisch rüber und dann. Und fertig. Die hat den Bereich, da. Ich lasse die Tür alles kurz offen, ne, dass du gleich wieder reinkommst. Ja, ja, warte, ich mach sie auf. Achso. Ja. Halt nicht mal. Ja. Dankeschön. Es wirkt, wenn das Gasflasche. Stimmt. Dank. Auffüllen, die nicht. Das ist geil. Okay, das ist cool. Das ist auch gleich hier vorne. Ey, die Stelle ist halt gut. Die Stelle ist halt schon gut. So. Ja, das wird sie hochschaffen. Im Waffenlager 3. Rüstung. Okay. Ich setz mal die. Regnet's immer noch? Ah doch, jetzt kommt so langsam Sonne raus. Okay, brauche ich doch nichts hinsetzen. Gut. Ich weiß gar nicht, wie spät's in Game war. So, wieder da. Baby. Regnet's noch? Ja, ja, wie aus Eimern. Scheiße. Hat auch ewig gedauert, bis ich das rausgefunden habe, dass der Generator und die Gasflasche ohne Schläuche oder Kabel funktionieren. Weil das Ding ist, bei dem Spiel hätte ich es zugetraut, dass du erstmal noch ein Kabel anschließen musst, dann das und das. Und ich hätte es dem Spiel zugetraut von der Komplexität her. Aber okay, dass es dann doch solche Punkte auch relativ einfach gemacht sind und gehalten sind, finde ich okay. Hast du hochgesetzt, ja. Das ist richtig. Ich habe es erstmal nur hingesetzt gehabt, wo ich es gefunden habe. Ja, ich muss aber noch den Fisch ausnehmen. Muss ich mal ein bisschen Platz hier kurz machen. Ich glaube, den Propan, also die Flasche, die können wir zur Not auch vorne, wo es Benzin gibt, auffüllen, ne? Also ich weiß jetzt tatsächlich auch, wo es eine Tankstelle gibt. Und ja. Da standen auch 2 oder 3 große weiße Gastanks. Aber guck mal, Steg nicht geht, dass es da gehen. Das ist doch ganz cool. Ich meine, selbst wenn es jetzt dunkel oder abends, ne, dann können wir auch hier drinnen sein. Du kannst hier kochen, wir können oben alle sitzen. Ist auch ganz gut eigentlich. Das ist mega. Gut, dass ich den gefunden habe. Oh, bevor ich mit hergeschleppt habe. Ah, verdammt. Was ist denn? Hast du kurz ein Messer für mich? Ich habe meins irgendwie verlegt, glaube ich. Meins ist auch ganz kaputt. Warte, ich hol dir mal ein neues. Ich hol dir ein neues. Super. Ich habe auch ein bisschen. Nee, alles gut. Ich habe da auch noch ein bisschen was hier oben. So, Küchenmesser. Ah, komm, du kriegst Bajonett. Gib das Bajonett. Muss ja ein bisschen rumgucken. Manche hatten Rost dran, aber das sollte gehen. Ja, bitte schön, ein Bajonett. Ja, super. Kampfmesser. Dankeschön. Zur Not. Oh, hier unten ist halt nicht so Fenster. Warte mal, das triggert mich, dass hier unten so dunkel ist. So, jetzt siehst du auch was. Ah, oh, sehr gut. Danke. Also, es ist mir so dunkel hier unten. Coole Lampe. Na, ich glaube, die hat Nick mir mitgeschenkt. Der hat die mit hingeschmissen. Also habe ich vermutet, dass er es mir geschenkt hat. Er hat nichts gesagt. Ach, der Nick. Den Spiel traue ich alles so. Ja, ja, ich auch. Mal gucken, wie das noch weitergeht mit Nick. Das wird schon. Mhm. Oh, einfach nur, er kriegt sich jetzt wirklich in den Griff.
denke schon. Also hat es mir so angehört. Ja. Als du unterwegs warst. Hast du mal ein Brett gelegt? Yep. Ja, dann soll die Tischdecke nicht sein, ne? Yep, yep. Willst du eine Cola trinken nebenbei? Was Süßes? Bin Zucker fürs Gehirn? Ja, ja, gleich, wenn ich mit dem Außen fertig bin, dann mache ich eine kurze Pause. Ja, bitte hier, stell dir mal eine hin. Kannst du noch was trinken? Ach, vielen Dank. Oh, ich habe ein bisschen Antibiotika dabei, 3 Pillen. Und noch was zum Desinfizieren habe ich auch dabei. Ja, immer wichtig. Da ist ja, es liegt. Gott! Nee, echt ärgerlich. Das ist mir jetzt das auf, dass ich meine Kampfstiefel habe ich im Angelplatz gelassen, glaube ich. Ne. Da war ein Messer drin gewesen. Oh, okay. Wie sieht's denn jetzt draußen aus? Könnt ihr sich die scheiß dunkle Wolke bitte mal verziehen? Okay, wenn die Wolke weg ist, gehe ich gleich noch baden. Was brauche ich heute? Ja, natürlich. Ich bin ja noch beschäftigt. Das dauert ein bisschen. Ja, nee, noch ist die dunkle Wolke da. Ich Klamotten waschen und selber waschen, ey. Das muss heute sein, bevor das losgeht. Nach dem gestrigen Tag. Ich kam gestern Abend nicht mehr dazu. Ja, ich finde nur so Kleinkram im Waschmittel an Seife, also dass man so zwei Teile, die ich sauber machen kann, das war's dann auch meistens. Also den mache ich schneller dreckig, als ich sie sauber machen kann. Haben dafür Männer nicht allgemein immer ein Talent? Ja, kann gut angehen. So, hab ich noch irgendwo ein? Ich habe für dich auch noch ein Pack Nägel. Ich habe, wo ich gestern noch eine kleine Runde gefahren bin, auch noch Nägel gefunden. Guten Hallo, dunkle Wolke. Die dunkle Wolke hätte ich verpissen. Ja, ich gebe hier mal so ein fettes Pack. Stelle ich mir auch mal unten hin. Ach, meine Nägel habe ich noch im Auto, die ich gefunden habe, ne? Okay. So, schauen wir mal. Ich leg dir so ein Pack Nägel auch gleich mal mit hier hin, dass du davon hast schon. Danke. Warte, ich muss mal kurz meinen Rucksack ablegen, das ist mir dann zu schwer hier. Ja, leg dir auf die Couch auf den Tisch dabei. So. Oh, jetzt kommt die Sonne langsam wieder raus, Gott sei Dank. Oh, die dunkle Wolke verzieht sich. Sehr schön. Sag mal, hier unten, direkt bei hier uns, der kleine Steg, der ins Wasser führt, da geht doch eine Treppe runter. Kommt man da auch wieder raus? Oder ist das zu glitschig und kommt da nicht wieder raus? Ich hab's noch nicht versucht. Boah, da würde ich gleich dort baden gehen. Da kann ich mein Zeug ausziehen, da kann ich es da dort hinlegen. Ich guck mal. Komm ich hier wieder raus? Das ist die Frage, ne? Hey, warte mal, ich kann ja hier erstmal Inventar öffnen, das kann ich hier reintun. Schuhe. Das. Achso, da ist was drin, das kann ich nicht. Oh. Jacke. Weste. Und die Sonnenbrille. Oh. Ja, gut. Okay. Kann ich schnell schwimmen? Ich kann schnell schwimmen. Cool. Oh, das Wasser muss voll warm sein, ne? Meine Füße sind klatschnass. Gemach Sache! Bist im Wasser, Mädel.
Ist ja voll witzig, wenn jetzt einer hier hinkommt. Alter, das ist aber Eskalation. Dann ist aber richtig hart Eskalation. Gesundheit! Komm jetzt eine Cam, Alter, wenn hier so eine Drohne kommt, ne? Ne, ich glaube, die ist vorbeigeflogen. Das ist gut so. Okay. Nip, nip. Kann ich hier raus? Ja, ich kann hier raus. Okay. Oh, das war erfrischend. Kann ich von hier aus das waschen? Das war erfrischend. Kann ich? Warte mal. Inventar öffnen. Wenn ich das in die Hand nehme. Ah, das geht hier nicht. Da muss ich dann davor gehen. Scheiße. Ich gehe nochmal kurz mehr rüber und eine zweite Pfanne. Schneller. Okay. So. Ach, die Strümpfe sind halt komplett im Arsch, ne? Scheiße, ich wollte das hier halt auch gleich mit so waschen. Aber dann nehme ich das Zeug und gehe rüber. Hallo? Jetzt. Dann gehe ich nochmal ein Stückchen hier rüber zum Dings und mach das dort. Nochmal. Habe ich alles? An die Schuhe. Okay. Ich gehe nochmal hier kurz auf die andere Seite, weil hier kann ich meine Sachen nicht so richtig waschen. Ja, kein Problem. So. Hier kann ich es nämlich gut hinlegen und kann es dann auch gleich waschen. Ja, hier so. Okay. Sind hier Zombies? Ich hoffe nicht. So. Waffen schön ordentlich strukturiert, zack. Gehen wir nochmal eine Runde schwimmen. Piep, piep. So, alles schön hinlegen. Zack. Ja. Hose. Diese rote Hose, das geht so gar nicht. Diese rote Unterwäsche, das geht so. Hab ich alles abgelegt? Ja. Geht halt so gar nicht. Und oh, die Außentemperatur, wie warm wird es dort sein? Ja gut, bei uns ist halt auch gerade hart warm, ne? Boah, jetzt hätte ich schon Bock, irgendwie einfach zum Wehr zu gehen und baden zu gehen. Wäre schon toll. Können wir mal erstmal die Sachen waschen. Und dann passt das. Okay, dunkle Wolke jetzt. Wehe, dunkle Wolke. Wehe. Geht das von hier aus? Inventar öffnen. So, meine Strumpfies. Erstmal Unterwäsche. Bitte einmal komplett waschen. Ganz wichtig. Das muss sauber sein. Jo, das sieht gut aus. Das ist alles so hart verschmutzt. Na gut. Hose ist auch wieder sauber. Von die Strümpfe, ne? Genau. Bitte einmal waschen. Die Hose ist gewaschen. Das Oberteil können wir noch waschen. Oh ja. Oh ja. Obwohl das ja unrealistisch ist, aber ja. Ja. Besser ist es. Die Stiefel. Ach komm, wir machen die Stiefel nochmal sauber.
Eins haben wir noch, Stiefel sauber machen. Das hätte ich. Na gut, das geht noch. Das hat nichts auszuhalten. Hello there. Hello there. Wer auch immer da gerade Hello there sagt. So. Bup. 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 Hallo. Bup. 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 Und. Bup. Und BH an. Zack. Und zack. Waffe wieder drauf und Sonnenbrille drauf. Okay, Shiva ist back. Alles dabei? Okay. Marco, wie geht's dir? Ist alles okay bei dir? Und danke für die Bits. Dankeschön. Danke, 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 Son. Oh, ist das angenehm. Ah, wieder frisch. Ja, eine Runde schwimmen. Sehr schön, sehr und schön. Die meisten Klamotten komplett gewaschen. Oh, ist das angenehm, sage ich dir. Und, geht's? Oh, cool. Ja, funktioniert, funktioniert. Na, jetzt ja doppelte Effizienz mit zwei Fahren. Doppelte Geschwindigkeit. Oh, sorry. Ach, alles gut. Gute auf Gegenseitigkeit manchmal, ne? Hätte ich aber so ein Grenzen, dann wird schon. Warum, Marco? Was ist los? Auf Vorrat kochen ist schlimm. Was ist los? Was quält dich? Ja, aber ich denke, die Vorräte werden wir heute gleich verbrauchen. Ja, ich denke, die brauchen wir auch, wenn wir uns entspannt. Also, ich denke, wir werden den ganzen Tag weg sein und eine ganze Nacht, gehe ich mal von aus. Die Nacht müssen wir dann gucken, wo wir die verbringen. Ja. Ach, ich kann schon mal das Auto vorbereiten, noch ein bisschen Wasserflaschen einladen. Mal gucken. Jetzt kann ich ihn gleich mal geben noch. Oh, das Schießpulver habe ich auch noch. Gummihandschuhe für Elektrikzeugs. Ich habe den Angelhaken und das Zeugs noch gefunden. Legst du mal mit auf den Tisch. Ach, schon, hast du erzählt. Oh, ja. Angelhaken und nochmal so eine Schwimmer. Boah, sogar eine Pose. Eine Knickli. Ich hab keine Ahnung, was du da gerade gesagt hast. hast du eigentlich sowas wie eine Weste unter deinen Klamotten an? Stichweste oder so? Nee. Okay, komm mal hier. Gar nichts. Dann komm mal kurz her für die Aktion hier heute. Warte, sofort. So, wo da eben Scheiß. Ah. Hier, bitte. Okay. Nimm ja, die mal. Cool. Sicher ist sicher. Keine Ahnung, was heute auf uns zukommt. Ach, fiese und gemeine Migräne. Bestimmt warm da drunter, oder? Geht das? Es geht. Aber besser, du hast sie dann, wenn wir heute dahin fahren, als nicht. Ja, Elisa, was ist das wieder ab? Elektronik-Stuff. Schießpulver kommt oben rein. Messer. Das können wir aufmachen. Ein bisschen Durchzug hier noch. Wobei die Fenster sind alle offen. Ach, Durchzug. Warte mal. Das Ding. So, mit hier hin. Messer. So. Oh, also krabbelt. Oh, warte mal. Da war noch ein Schleifstein drin, ne?
Hast du zufällig noch irgendwie einen Schleifstein oder so, Stefan? Ja, ich glaube, der hat nur 20 Benutzungen oder so. Muss ich gleich mal gucken. Ich glaube, ich habe noch einen. Muss sein. Meine Katana wird irgendwie... Schwert. Ja, die wird langsam... Ich hole ihn gleich mal. Das ist nur die Metallmaus. Okay. Handschuhe kommen noch in die Klamottenkiste. Kleidung. Okay. So, wo ist... Ah, hier. Ach, hast du einen gefunden? Ich hatte einen kleinen. Hat leider nicht viel geholfen. Na, wie läuft's? Ist das schon leer oder was ist da los? Na, ich weiß nicht, was das Gasfeld läuft. Da ist schon recht wenig. Dass es jetzt vielleicht leer ist. Nee, da ist noch was. Also, ich glaube, wenn ich mal hier dran rüttel. Naja, ist noch was drin, glaube ich. Ist nur 6% drin. Ah, jetzt. Zur Not können wir ja auch mal vorgehen an die Tanke und gucken, ob es da Gas gibt. Ja, können wir gleich mal machen. So. Bin mir bei der hier vorne jetzt auf dem Steg nicht sicher, ob die Gas hatten. Die anderen lassen ja noch aus dem Shop, die fahren. Bitte? Ja, Düne. Ja, die anderen lassen auch im Schopf sie fahren, deswegen können wir ja mal kurz. Ja. Wohin zur Not? Mal gucken, wann Igor sich rauskrepelt. Jetzt hat er aber seine Bude. Ja, wahrscheinlich erste Nacht da drin am Pennen. Wird er erstmal gut schlafen oder so? Ja. Wer weiß. So, jetzt kommt er ja voll gerädert an. Hat dann solche Augenringe, bis sie auf den Boden knallen. Ja, es wird. Ach, schön, dass das mit dem Herd so gut funktioniert. Ja, besser als jetzt einzeln auf der Grillstelle zu grillen. Das wird dann noch länger dauern. Ein paar Filets haben wir noch auf dem Tisch liegen. Kaffee. Ein bisschen muss da noch. Habe ich noch Zucker? Ich habe noch Kaffee von mir drüben mitgebracht. Also wenn wir wollen, können wir noch ein Käppchen machen. Na, wenn das mit Puderzucker geht? Also trinkst du nur mit Zucker den Kaffee? Ja, nur mit Zucker und Milch, aber Milch wird hier, glaube ich, gerade schwierig. Ich probiere es. Ja, glaube ich auch. Ich guck mal, dass ich uns einen Kaffee machen kann. Warte mal. Hot Drinks, Kaffee. Aus Kakaopuder, lol. Ja, Puderzucker geht nicht. Wenn du keinen Zucker hast, wird er leider nichts. Ah, schade. Also ich trinke mir Kaffee schwarz. Das ist Kakao. Ich dachte, ich habe noch Kaffee. Also ich habe Kaffee zum Not. Müsste bei mir im Rucksack sein. Ah, dann gucke ich mal. Warte mal. Dann mache ich uns einen schwarzen Kaffee. Oder eine Jacke. In der Jacke hast du bloß einen gegrillten Fisch. Ja, ich glaube, ein verbrannten, ne? Hier. Ein Kaffee. Okay. Dann guck ich mal hier mit dazu wuppeln. Oh, ganz schön heiß hier am Herd.
Oh, dann blubbert der Kaffee schon mal vor sich hin. Schwarz, oh, ne? Das wird geil. Aus. Oh Gott, der wird reinkicken. Ich ahne das jetzt schon. Gut so. Dürfen wir nix von nichts geben. Cool. Mein Kaffee gemacht. Nice. Das hab ich auch nicht gemacht. Das ist schön. Freue mich voll. Das klappt halt. Oh, ohne Zucker, ohne Milch, Alter. Och, nee. Naja, hab ich auch gleich den Fisch komplett verbrutzelt. Ein paar Portionen. Na, ist doch gut. Können wir es erstmal noch so in die Kiste mitschmeißen oder so und dann teilen wir es auf, wenn Igor da ist und dann geht's los. Auto ist theoretisch ready. Platz, um Zeugs zu looten, haben wir auch. Das sollte cool passen. Im Kofferraum. Oh ja, das wird ziemlich cool. Dann parke ich das Auto immer so strategisch, wenn wir da irgendwo und dann gucken wir mal. Ja, nach Osten geht's, Richtung B2. Gucken wir mal. Da irgendwo soll auch die Antenne sein. Was Igor gesagt hat, da soll eine ziemlich große Antenne irgendwo auf dem Berg stehen. Also zieht euch auch dick an, das kann man sehen, dass wir ein bisschen in den Schnee hoch oder den Berg hochfahren müssen. Ja, ich habe meine Jacke da vorne auch schon liegen. Ja. Alles dabei haben für den Fall der Fälle. Ich bin auch schon auf lange Hose gewechselt, jetzt war noch eine Arbeitshose, aber Kakaoholiger. Kakaoholiger ist gut. Der eine Fisch ist fertig, glaube ich. Ah. Jetzt sehe ich das mal. Nice. Na, der Kaffee blubbert noch kurz. Muss ich ihn noch durchblubbern lassen oder kann ich den schon eher runternehmen? Also kannst du auch schon runternehmen. Der sieht doch gut aus so. Also bei ja, genau. Alles klar. Dann stelle ich dir deinen schon mal hier hin. Ja, vielen Dank. Ich brauche noch einen. Wenn, dann trinke ich ihn auch mit. Schwarzer Kaffee, Alter. Oh. Ach so, der letzte Fisch ist in der Pfanne. Tu mal gleich die Wasserflaschen nachfüllen. Ich hoffe, es hat auf uns geregnet. Eigentlich sollten die wegen Sammler voll sein. Man sonst die Feier im B2 angeln heute Morgen. Da ist ein kleiner Süßwassersee. Ein kleiner Fluss. Da kannst du auch deine Wasserflaschen auffüllen. Problem. Ah, okay. Ja, haben wir die Regensammler hier. Auch die Drohne, ich hatte vorhin schon wieder eine Kamikaze-Drohne, glaube ich. Die schwebte erst eine ganze Weile über dem Baum. Als ich vorbei bin, ist sie explodiert. Zerstörte sie schon selbst, sehr gut. Ja. So, am besten nicht neben uns. So. Kostet auch mal ein. Ja, der mir jetzt ein bisschen angebrannt war, eben der selbst gegessen. Oh, Nase krabbelt. Oh. Die krabbeln. Oh, dann gibt's mal ein Käffchen. Stoß mal an auf den Tag. Warte, ganz kurz noch. Ah, sehr schön. Oh, der riecht gut. Auf den Tag, der vor uns liegt. Ja, genau. Auf einen erfolgreichen Tag. Oh, lange. Wie lange ist das her, dass ich einen guten Kaffee hatte? Oh, der Ball, der kommt auch noch runter. Ei, ei, ei.
Oh, ja, 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 ja. Doch, der kommt gut. Der haut rein. Der macht einen wach, doch. Ja. Oh. Oh, ich brauche Marathon laufen. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, das könnte ich jetzt. Oh, ich brauche Zucker und Milch in den Dingern. Oh, das geht doch, kannst du nicht schwarz trinken. Ah, komm hier. Noch. Warte. Oh. Okay, wenn wir schon hier Kaffee, ne? Du kennst das ja, nach dem Mittag gibt's Kaffee und Kuchen, warte mal. Kaffee noch, ich habe einen kleinen Schokokuchen, hm? Mit Heini. Oh. Ach, so lieb von dir. Da, du kriegst die andere Hälfte. Ah, vielen Dank. So, einen Kaffee und Kuchen gab's jetzt, aber erstmal Kaffee getrunken. Schön. Kann man auch machen. Ah. Oh, lecker, lecker, ja. Oh. Das motiviert auf jeden Fall. Oh, hier über uns wäre so eine Drohne. Ich würde sie so gern abschießen, aber ich habe keinen Bock, dass wir alles anlocken. Ich lasse mal meine Fanny hier mit stehen. Bitte was? Fucking Kamikaze-Drohne. Ich hasse die wieder. Die kamen nicht mehr an mich ran. Das ist schon die dritte Drohne, die es auf mich abgesehen hat. Ob die draußen Bescheid wissen? Alter, was ist da los? Ich hoffe nicht, ey. So. Ich hoffe nicht, dass es aufgeflogen ist, die Operation. Das wäre scheiße. So, verstauen wir den Kram mal wieder in deiner Kiste. Dein Kaffee liegt da auch mit drin. Den kannst du wieder rausnehmen, wenn du das willst. Jojo. Ich pack mal auch den ganzen fertig gegrillten gebratenen Fisch hier rein, ne? Ja, wir können den zur Not schon ins Auto laden. Wobei in der Sonne stehen soll das vielleicht auch nicht, hm? Zusammengezuckt. Was hat mein Charakter? Ich geh mal kurz pinkeln und gleich wieder. Jojo. Auf den! Da wird heute lustig. Waffen hat sie dabei. Ist alles tutti. Sag mal, du hast nicht zufällig noch irgendwie für eine Pistole einen Schalldämpfer oder sowas über? Weil ich das gerade bei dir gesehen habe. Ich hab nur den einen leider. Ah, okay. Aber ich weiß nicht, willst du viel mit der Pistole arbeiten? Weil für mich ist die Pistole eigentlich nur ein Notnagel. Nur Notnagel. Dann würde ich den. Ja, gut, dann brauch ich den. Nein, dann würde ich den abdrücken für dich erstmal. Du sagst, du willst viel arbeiten, dann. Nee, also wenn du die benutzt, dann ne, dann nee. Ist ja deine, so ist es nicht. Ich weiß nicht, passt die vielleicht sogar auf meine MP? Dann würde ich damit vielleicht sogar taktisch vorgehen können. Können wir mal ausprobieren. Das weiß ich halt nicht. Ich werde ihn dir auch nicht wegnehmen, also, ne? Wenn du den brauchst und damit arbeitest, dann benutzt den halt auch. Nee, also eigentlich nur ganz selten. Also wenn nichts mehr hilft, dann ist schon alles zu spät, dann benutze ich ihn mal erst. Ich schieß erstmal mit großem Kaliber, eigentlich. Du kannst es gerne mal ausprobieren, aber da steht Handgun so leicht draufgraviert drauf, also. Das geht nicht. Ja. Probier's aus. Auf die große geht's definitiv nicht drauf, nee. Und auf die Pistole, warte mal. Naja, auf die Gangs drauf, ja. Ja, ich weiß nicht, willst du haben, sonst nutze ich ihn. Wenn aber nicht, dann ne, ist auch nicht so schlimm, ich gebe ihn dir auch wieder. Ja, so, kannst du mal testen, ob es dir damit gefällt. Dann nachher kann ich den wieder zurück sonst. Dass ich alleine unterwegs bin, leise bleiben kann. Oh, hab ich hier irgendwas? Ja, warte, ich hab eine Idee. Ich hatte hier, warte. Noch nicht schießen? Eine leere Dose. Alles klar.
Ach Gott, na hoffentlich klappt das. Ein Schuss du, ein Schuss ich. Nach dem Kaffee bin ich so zittrig. Na, ich bin so zittrig nach dem Kaffee. Ich warte, ich muss mich kurz mal hinhocken. Ach. Ich höre einen Zombie. Ja, ich auch. Jetzt habe ich nicht hingeguckt. Aber ich sehe ihn jetzt gerade so spontan, denkst du? Ich weiß es nicht. Egal, okay, jetzt versuche ich die Dose mir halt zu holen. Na, dann versuch mal. Das sah gut aus, oder? Oder steht Stück wie davor? Stück das davor oder so? Nicht. Weiß nicht. Ich probier's nochmal, warte mal. Mal schauen. Ah, ja, hast recht. Ganz kleinen Tick drunter. Getroffen habe ich nicht. Ah, ganz knapp. Ich glaube, das steckt. Hast du?